Damit kommen wir dann schon zu den Rechendreiecken der Addition. Wer von euch kennt denn schon alles Rechendreiecke der Addition? Einfach mal schreiben, ja, kenne ich, haben wir schon oft in der Schule gelöst oder kenne ich noch nicht. Also wer von euch kennt schon alles Rechendreiecke der Addition? Ich und einfach, okay. Also die meisten von euch kennen die Rechendreiecke der Addition, das ist gut. Kann ich also ganz kurz erklären. In dem Rechendreieck gibt es einmal innere Zahlen und es gibt äußere Zahlen. Und wichtig ist, wenn ich so eine äußere Zahl berechnen möchte, dann ergibt sich diese Zahl beispielsweise als Summe der beiden inneren anliegenden Zahlen. Also wenn ich diese Zahl berechnen möchte, muss ich 17 plus 8 rechnen und erhalte dann diese äußere Zahl 25. Dann können wir jetzt einmal überlegen, wie können wir diese Zahl ausrechnen? Wir müssen jetzt die Summe der beiden anliegenden inneren Zahlen berechnen, also 13 plus 8. Und 13 plus 8 ergibt 21. Und dann fehlt uns nur noch eine weitere äußere Zahl, und zwar diese. Wir müssen jetzt die Summe von diesen beiden Zahlen berechnen, also 13 plus 17. Und das ergibt 30. Und wir machen das jetzt einmal so, dass ich die Aufgaben einfach stumm weiterlöse. Ich spiele noch ein klein bisschen Musik ein und ihr könnt währenddessen die Aufgaben jetzt selber lösen oder wenn ihr die Aufgaben schon gelöst habt, könnt ihr eure Lösung einfach vergleichen. Und habt ihr die gleichen Lösungen herausbekommen? Habt ihr gesehen, was wir machen müssen, wenn wir innere Zahlen berechnen? Wenn wir innere Zahlen berechnen, dann müssen wir immer Umkehraufgaben lösen. Ja, also wir mussten beispielsweise, um diese Zahl zu berechnen, mussten wir jetzt 32 minus 24 rechnen und kriegen dann 8 heraus. Also wir können uns merken, wenn wir äußere Zahlen berechnen, dann müssen wir immer Plus rechnen. Und wenn wir eine innere Zahl berechnen wollen, dann müssen wir Minus rechnen. Oh, ich sehe, ganz viele von euch schreiben ja, das ist super. Und was machen wir jetzt mit diesem letzten Rechendreieck? Da steht jetzt gar keine innere Zahl, wir haben nur äußere Zahlen. Hat jemand eine Idee von euch, was wir hier machen können? Also, wie können wir jetzt hier die inneren Zahlen herausfinden? Also wer von euch eine Idee hat, wie wir das hier machen können, einfach mal in die Kommentare schreiben, was man da machen kann. Malika schreibt ausrechnen, ja. Die Frage ist, wie können wir das ausrechnen, Malika? Baby einfach, okay. Vortasten. Subtrahieren. Jemand bietet schon Ergebnisse an. Maiki sagt ausprobieren. Ausprobieren, das ist tatsächlich etwas, was vermutlich die meisten machen würden. Ja, wir setzen hier also irgendeine Zahl ein und wenn wir hier eine Zahl haben, ich kann ja mal ein Beispiel machen, mal angenommen, wir sagen jetzt, ich denke mir irgendwas aus, mal angenommen, hier wäre die 7, dann könnte man ja den Rest ausrechnen, wir müssten dann 16 minus 7 rechnen, würden hier dann 9 erhalten,
dann würden wir noch 21 minus 9 rechnen und würden dann letztendlich 12 erhalten. Und dann würden wir aber sehen, oh, 12 plus 7, das ist 19, ist gar nicht 33, passt nicht. Ja, und dann müssten wir weiter probieren, müssten wir dann schauen, bis das geht. Aber jetzt zeige ich euch mal einen ganz coolen Trick, wie man das ohne Ausprobieren herausbekommen kann. Und zwar müssen wir dazu Folgendes machen. Zuerst müssen wir die äußeren Zahlen alle plus rechnen. Das bedeutet also, wir müssen zuerst 21 plus 33 plus 16 rechnen. Also wir addieren alle äußeren Zahlen. Jetzt müssen wir mal schauen, was da herauskommt. 21 plus 33, das sind 54 plus 16, das ergibt 70. Das heißt, die Summe der äußeren Zahlen ergibt 70. Dann im zweiten Schritt nehmen wir die 70 und teilen die 70 durch 2. Und 70 geteilt durch 2 ergibt 35. Und wenn wir jetzt beispielsweise diese Zahl haben wollen, dann müssen wir von den 35 diese äußere Zahl minus rechnen. Also, 35 minus 33 und das ergibt dann 2. Und die 2 können wir jetzt hier oben eintragen. Und wenn wir eine Zahl kennen, dann können wir jetzt den Rest ganz einfach bestimmen. Wir wollen innere Zahlen ausrechnen, also müssen wir Umkehraufgaben lösen. Also 21 minus 2, das ergibt 19. Und dann 33 minus 19 ergibt 14. Und damit sind die Lösungen 2, 19 und 14. Und das hatten ganz viele von euch auch schon in dem Chat geschrieben, also auch herausbekommen. Jetzt können wir mal schauen, ob ihr alle diesen Trick verstanden habt. Und ich denke mir für euch mal ein neues Dreieck aus. Und zwar stellt euch mal vor, wir kennen die äußeren Zahlen, nehmen wir mal 20, 30 und 24. Und die Frage ist, welche inneren Zahlen müssen jetzt in diesem Rechendreieck der Addition stehen? Ich warte mal einen Moment auf eure Ergebnisse. Versucht mal, diese Aufgabe zu lösen. So, ich habe gesehen, viele von euch haben das schon richtig herausbekommen. Gucken wir es uns noch einmal gemeinsam an. Wir müssen also zunächst einmal wieder die Summe berechnen von den äußeren Zahlen. Also 30 plus 20 plus 24 und das ergibt 74. Dann müssen wir die 74 geteilt durch 2 rechnen und wir erhalten 37. Und wenn wir jetzt beispielsweise wieder diese obere Zahl ausrechnen wollen, dann müssen wir 37 minus 24 rechnen. Also 37 minus 24 und wir erhalten 13. Die 13 können wir hier eintragen. Dann können wir wieder die Umkehraufgaben rechnen. Also 30 minus 13, das ergibt 17 und 24 minus 17, das ergibt 7. Und damit haben alle, die gesagt haben, 13, 17, 7, das sind die richtigen drei inneren Zahlen und ich habe diese Lösung ganz, ganz oft gesehen. Nächste Frage. Jetzt, wo wir wissen, wie man die inneren Zahlen berechnen kann, stellt sich natürlich die Frage, warum funktioniert diese Strategie? Also warum klappt das so? Also warum müssen wir zuerst die äußeren Zahlen addieren, dann hinterher durch 2 teilen und wenn wir dann die untere äußere Zahl abziehen, kriegen wir die obere innere Zahl. Warum klappt das? Ich helfe mal ein kleines bisschen. Schaut mal, die 21. Wie entsteht die 21? Guckt mal, hier ist die 21, die äußere Zahl und wir erhalten diese äußere Zahl, indem wir 19 plus 2 rechnen.
Und das schreibe ich hier einmal auf. Also 21 ist auch 19 plus 2. Plus, dann guckt mal, wie die 33 entsteht. Die 33 entsteht, indem wir 19 plus 14 rechnen. Also plus 19 plus 14. Und jetzt schauen wir mal noch, wie die 16 entsteht. Die 16 entsteht, indem wir 2 plus 14 rechnen. Also plus 2 plus 14. Und jetzt schaut euch bitte mal diese Zahlen an. Also 19, 2, 19, 14, 2, 14. Fällt euch etwas auf? 19, 2, 14. Was merkt ihr? Genau, Linda, alle Zahlen mal 2 rechnen. Das heißt, wenn wir die Summe der äußeren Zahlen berechnen, dann beachten wir jede innere Zahl doppelt. Seht ihr das? Die 19 wird doppelt berücksichtigt, die 2 wird doppelt berücksichtigt und die 14 wird doppelt berücksichtigt. Ist euch jetzt klar, warum wir dieses Ergebnis durch 2 teilen? Also wenn wir das ausrechnen, berücksichtigen wir jede innere Zahl doppelt. Und dann teilen wir im zweiten Schritt durch 2. Warum machen wir das? Und vor allen Dingen, was kriegen wir raus, wenn wir diese 70 durch 2 geteilt haben? Dann kommt 35 raus, ja? Milia versteht jetzt, toll. Genau, Jürgen schreibt es, damit jede Zahl nur einmal vorkommt. Genauso ist es, Jürgen. Wir haben hier jede innere Zahl doppelt berücksichtigt. Das heißt, das Ergebnis ist dann auch doppelt so groß. Und wenn wir jetzt 70 durch 2 teilen, dann haben wir dafür gesorgt, dass jetzt jede Zahl nur noch einmal vorkommt. Das heißt, 35 ist jetzt die Summe der inneren Zahlen. Guckt mal, wenn ihr die Probe macht, 2 plus 19 ist 21 plus 14 ist 35. Das heißt, mit dem zweiten Schritt berechnen wir die Summe der inneren Zahlen. Und jetzt müssen wir nur noch den dritten Schritt verstehen. Wenn wir von der Summe der inneren Zahlen, also von der 35, beispielsweise diese äußere Zahl, diese 33 minus rechnen, weshalb kriegen wir dann diese obere innere Zahl raus? Also nochmal langsam. Wenn wir von der Summe der inneren Zahlen, beispielsweise die äußere Zahl, die unten steht, abziehen, also minus rechnen, dann kriegen wir die obere innere Zahl heraus. Warum? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Marc sagt cool. Flanke hat's gescheckt. Wenn wir also von der Summe der inneren Zahlen diese äußere Zahl abziehen und diese Zahl ergibt sich ja aus diesen beiden Zahlen. Ja? 19 plus 14 ist 33. Und wenn wir jetzt von 35 die 33 abziehen, dann muss ja diese Zahl übrig bleiben, weil ja die 19 und 14 schon in dieser Zahl stecken. Alle verstanden? Dann machen wir jetzt mal einen Test. Welche Zahl würden wir rauskriegen, wenn wir von der 35 diese linke äußere Zahl abziehen würden? Zu dieser linken Zahl gehören diese beiden Zahlen. Also, wenn wir jetzt von 35 von der Summe der inneren Zahlen diese Zahl abziehen, dann müssen wir diese Zahl rauskriegen. Und wenn ihr mal schaut, das passt auch. 35 minus 21 ergibt tatsächlich 14. So, meine Lieben, so viel zu den Rechendreiecken. Ihr wisst jetzt, wie wir die äußeren Zahlen ausrechnen können, wie man innere Zahlen berechnen kann und wie wir ein Rechendreieck lösen können, wo es gar keine inneren Zahlen gibt.